Ja, das ist ein kleiner Beifall wert. Schönen Dank, Moritz. Schönen Dank, Moritz, für die einführende Musik. Später nochmals. Ja, ich darf Sie recht herzlich begrüßen, hier aus dem Trausaal der Stadt Speyer. Einem besonderen Ambiente, müsste man sagen. Viele Speyerer haben diesen Saal einmal gesehen, manche auch zweimal oder gar dreimal. Ne? Heute sicher noch einmal bei der Verleihung des Wellensick-Videopreises. Ja, Herr Wellensick ist behindert und gehbehindert und daher konnten wir es auch nicht im OK-Studio machen, sondern haben seinen Raum gesucht, der ebenerdig ist. Ja, ich darf weiterhin begrüßen die Frau Monika Kaps, Bürgermeisterin. Kommen Sie gerade mal kurz vor. Ja, es haben sich etliche getraut hier, beim Wellensick-Videopreis muss man sagen, nämlich einen Beitrag eingereicht. Im Ganzen gab es diesmal 16 Beiträge und zur Jury gehört auch die Frau Kaps dazu. Der Herr Wellensick gehört dazu natürlich und andere Videofilmer oder die Landesmedienanstalt, vertreten durch den Herrn Schmidt oder den Herrn Asal. Ja, es gab auf das Siegertreppchen kommen natürlich nur 3 Leute. Das ergibt sich so. Ja, Tönz Wellensick ist Stifter. Ich gehe mal ein bisschen hinter zu ihm. So, da gucken wir mal. Dann ist natürlich die Frau Kaps da. Frau Kaps gehört auch zur Jury und ist natürlich als Bürgermeisterin bei diesem kulturellen Ereignis mit dabei, Wellensick Videopreis. Ja, das ist auch alle Jahre wieder ein wunderbares Ereignis, muss ich sagen. Wir sind ja natürlich auch dem Herrn Wellensick wirklich dankbar, dass er uns diesen Preis ermöglicht. Das ist ja nicht selbstverständlich, dass jemand so etwas auslobt und das auch noch tatkräftig pekuniär unterstützt. Von daher ein ganz herzliches Dankeschön an Sie, Herr Wellensick. Und 16 Einsendungen gab es auch in diesem Jahr, also immerhin, da haben sich einige getraut. Dieses Jahr waren unter den Gewinnern, unter den Preisträgern, 2 Schulklassen aus der 4. Schulklasse, also Grundschule, und ein Gymnasiast aus dem Schwertgymnasium. Ja, also ich denke, Schule und Wellensiegpreis gewinnt immer mehr an Bedeutung. Wir haben ja jetzt gehört, es ist der 16. Wir hatten schon immer viele Schulen, die teilgenommen haben. Manche haben teilgenommen, haben keinen, also nicht unbedingt, also keinen Erfolg gehabt, sondern sie waren einfach dabei. Heute haben welche, sind Preisträger dabei, was ich wunderbar finde. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich finde gerade Medienkompetenz macht Schule. Es gibt ja dieses Projekt, das passt ja dann eigentlich genau dahin. Ja, also da sind wir natürlich als Schulstadt Speyer auch gut aufgestellt und versuchen uns da ständig weiterzuentwickeln, dass Medien in unseren Schulen Einzug halten, also neue Medien Einzug halten. Dazu gehören, wie neulich gerade in der Zeitung, auch diese neuen Smartboards und all diese neuen Geschichten, die man da mit auf den Weg geben kann. Und von daher ist es ganz wichtig, dass Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben und damit dann auch Erfolg haben. Dann macht es ja Spaß, das motiviert ja dann. Von daher freue ich mich gerade, dass auch 2 Grundschulen, eine aus Speyer und eine aus dem benachbarten Ort Dudenhofen, tatsächlich einen Erfolg haben. Ja, das muss man natürlich dazu sagen. Dudenhofen gehört auch zum Sendegebiet des offenen Kanals Speyer, noch Schifferstadt, bis nach Schifferstadt rein, also in der alte Landkreis Speyer. Der alte Landkreis, aber ich bin nun mal Schuldezernentin für die Stadt Speyer, die Frau Kauf weiß es. Ich bin nämlich immer dann, bei den anderen halte ich mich etwas zurück. Also wichtig ist für mich in allererster Linie mal Speyer. Nein, Fakt ist, dass Sie natürlich den alten Landkreis bedienen und ich es toll finde, dass in diesem alten Landkreis der offene Kanal gesehen wird und dann auch über diese Schulen wahrgenommen wird. Das ja, okay, wir halten die Fahne vom alten Landkreis hoch. Ja, ja. Bringt's was? Oder von der Stadt Speyer hoch, ja, so muss man eigentlich sagen. Ja. Verteilt, doch, ja. Okay, also wie dem auch sei, ja, wir kommen zum 3. Platz. Die Grundschule aus dem Vogelgesang hat diesen Platz gewonnen. Und wir gucken uns diesen Beitrag mal zumindest einen Ausschnitt davon an. Wir sind hier an der Grundschule im Vogelgesang in Speyer. Vom 5. bis zum 8. Juli findet hier die Projektwoche statt. Das Motto ist alles mit der Hand gemacht. Wir besuchen jetzt 8 Projekte. Viel Spaß! Ich bin Angelina und wir gehen jetzt in das Projekt von Frau Weigern zu den Skinnies.
Was macht ihr in eurem Projekt? Skinnies. Was sind Skinnies? Bunte Pappmaché-Figuren. Wie stellt ihr Skinnies her? Aus Pappe, Kleister, Papier, Zeitungspapier und Farbe. Was macht ihr dann mit den fertigen Skinnies? Wir hängen sie im Schulhof auf. Was hat dir bis jetzt am besten gefallen? Die Kleisterarbeit. Danke. Wir besuchen jetzt das Projekt Papier- und Farbwerkstatt. Wollen wir mal schauen, was die so machen. Okay. Ah, das ist deins, okay. Kann ich ein bisschen glitzern? Wo ist dein Rad? Deswegen muss ich erstmal den Kindern noch Pizza machen, die noch kein Kind. Wir gehen jetzt in das Projekt Kochen. Julian, in was für einem Projekt bist du? Ich bin im Kochen. Und was macht ihr in diesem Projekt? Wir machen Obstsalat, wir machen Muffin im Glas, wir machen Kuchen im Glas, dass die Leute nicht mehr so viel machen müssen und verkaufen wir dann. Kann man dazu auch noch etwas hinzufügen oder ist das schon gleich fertig? Doch, die müssen schon noch ein bisschen dazu tun, aber nicht viel. Und was genau müssen sie dazu tun? Vielleicht so Kirschen. Ja, wir sind jetzt hier beim Projekt Hochbeet. Das ist ein Angebot von der Johann-Heinrich-Pestalozzi-Schule in der Projektwoche zusammen mit der Grundschule im Vogelgesang. Und bedeutet ein hohes Beet, also nicht unten am Boden, sondern wir tun mit einer Holzkiste quasi die Erde in 80 cm Höhe bringen, damit die Kinder da ganz bequem stehen, gärtnern können und die Schnecken nicht so leicht in das Beet kommen können. Das ist so der Sinn vom Hochbeet. Das Hochbeet hat auch noch eine Fußbodenheizung. Das bedeutet, da kommt unten ganz viel Holz, Äste, noch nicht verrottetes Material rein. Und wenn das verrottet, dann strahlt es immer schön Wärme nach oben ab und die Pflanzen kriegen warme Füße die ganze Zeit. Das sind so die Vorteile vom Hochbeet. Und weil das so viele Vorteile hat, wollen wir eins bauen. Und das machen wir ganz bunt, das Beet. Denn das ursprüngliche Holz ist Robinienholz, ist sehr dauerhaft. Das ist eben braun und hier haben wir jetzt die letzten zwei Tage die Bretter angemalt und hier sieht man schon, wie weit wir jetzt sind. Wir haben praktisch die zwei langen Seiten haben wir schon in Arbeit und wenn wir die haben, dann wird es aufgestellt, dann kommen die kurzen Seiten dazwischen und dann kommt unten noch ein Drahtgeflecht drauf. Gegen Wühlmäuse, damit keine Mäuse von unten ins Beet gelangen. Und dann kommt die Füllung für die Fußbodenheizung. Äste, habe ich schon gesagt. Dann Erde ein bisschen durch die Äste rieseln. Und dann kommt feineres Material, Rasen, Schnittblätter. Und ganz oben kommt frischer Kompost. Und am Ende wird es dann bepflanzt. Und wir machen jetzt
Über die Ferien machen wir einfach nur Feuerbohnen rein. Ich denke, dass die das überleben, wenn sie nicht so oft gegossen werden. Und dann nächstes Jahr im Frühjahr können wir dann richtig angreifen mit Salat und Gemüse. Jonas, liest du gerade mal weiter? Wir haben noch, weil wir so viele Schüler sind, noch zwei andere Sachen angeboten. Die finden hinten in unserem Freiluftklassenzimmer statt. Da haben wir kleine Gartenzwerge getöpfert, die dann noch auf Stecken das Beet verzieren und haben noch ein paar Traubenfänger gewickelt mit Wolle, die dann hier in den Bäumen hängen sollen. Und noch ein paar Stecken mit Wolle umwickelt, auch zur Verzierung des Hochbeets. Die Luna drückt hier mal auf das Grüne da, weil das ist das Höchste da. Genau, so. Und auch gut festhalten. So. Wunderbar. Wow, schaut her. Kerzen gerade. Prima. Das muss nicht festmachen, so reicht's. Super, jetzt könnt ihr die Hände wegtun. Einen Winkel brauchen wir. Und das da, was ist das? Ein Zollstock. Jawohl, und das? Ein Stift. Der Barki kommt mal nach vorne. Die Luna darf die nächsten Löcher bohren. Jetzt die Luna. Vollgas, Vollgas. Super. Machen wir die auch gleich, Luna? Warte, warte, wir sind gerade gut drin. Und Gas. Und wieder raus. Wir befinden uns hier vor der Erle-Schule und besuchen unsere Projektgruppe Holz. Was macht ihr in eurem Projekt? Wir bauen Dinge mit Holz und wollen somit auch Spaß haben. Mit welchen Werkzeugen arbeitet ihr? Wir arbeiten mit Schmirgelpapier. Also das war jetzt ein kurzer Ausschnitt aus dem Film. Und Sie sind Lehrerin von der vierten Klasse gewesen, damals der Grundschule im Vogelgesang? Na, Schulleitung von der Grundschule im Vogelgesang, aber habe das Projekt mitbetreut. Ah so, ja. Genau. Ne? Ihr Name ist? Kauf, Carina. Ja, ja, ja. Und freuen Sie sich über den Platz? Total. Also wir waren aus dem Häuschen, dass wir also Dritter geworden sind. Richtig toll. Gut, und da gibt es natürlich eine schöne Urkunde. Vom Herr Wellensick, bitte schön. Vielen Dank. Und auch einen kleinen Umschlag. Haben wir noch ein kleines Kuvert. Danke. Ja, dann gibt es natürlich einen Beifall von den anderen wenigen Gästen, die heute zur Sendung gekommen sind. So, jetzt guck mal an. Es gibt natürlich auch einen zweiten Platz. Ne? Und da sehen wir einen kleinen Ausschnitt. Der AK Asyl packt an, heißt der Beitrag. Ich heiße Risa, ich komme aus Syrien, ich wohne in Mechtersheim und ich bin 12 Jahre alt. Hallo, ich bin Mohammed, ich komme aus Syrien, ich bin 14 Jahre alt, ich lebe in Deutschland 9 Monate. Willst du, wenn es geht, wieder zurück nach Syrien gehen? Nein. Nein? Ist es besser hier? Nein, ich gehe aus Syrien. To your war, shot me dead. I was lost and sad. To the voices in my head. Das bin ich, Jan, 15 Jahre alt. Was ich hier mache? Ganz einfach. Ich will die Hilfsangebote des Arbeitskreis Asyl in Römerberg vorstellen. Und dafür bin ich unterwegs durch ganz Römerberg. Von Heiligenstein, wo heute das Café International stattfindet, über die Kleiderkammer in Mechtersheim bis nach Berghausen, wo ich die Fahrradwerkstatt besuche. In unserer Verbandsgemeinde leben derzeit rund 200 Flüchtlinge aus mehr als 10 verschiedenen Ländern. Sie haben wegen Krieg oder Bedrohung ihre Heimat, ihre Angehörigen und Freunde verlassen und suchen bei uns Zuflucht. Der Arbeitskreis Asyl möchte, dass sie sich angenommen fühlen und will dabei helfen, dass sie sich mit ihren unterschiedlichen kulturellen Lebenserfahrungen einbringen können und sich in unserer Gesellschaft zurechtfinden. In Römerberg leben ganz verschiedene Leute. Einheimische und Zugezogene, Menschen aus anderen Regionen Deutschlands und Personen aus verschiedensten Ländern und Kontinenten.
Ihnen allen möchte der Arbeitskreis Asyl die Möglichkeit geben, sich näher kennenzulernen. Dazu wird einmal im Monat ein Treffpunkt mit Imbiss und Getränken angeboten, bei dem für circa 2 Stunden Gelegenheit ist, sich in Unterhaltung kennenzulernen und Erfahrungen auszutauschen. Das internationale Buffet bietet dabei jedes Mal einen kulinarischen Einblick in ein anderes Land. Auch Personen, die keine Asylbewerber und Flüchtlinge sind, sind natürlich herzlich willkommen. Im Winter finden die Treffen immer am 3. Sonntag im Monat ab 15 Uhr im katholischen Pfarrheim in Berghausen statt. Um sich unabhängig, zum Beispiel nach Speyer, zu begeben, sind Fahrräder für die Geflohenen eine gute Möglichkeit. In der ehrenamtlichen Fahrradwerkstatt arbeiten Helfer und Flüchtlinge zusammen, um gespendete Fahrräder wieder fahrbereit zu machen. Die Fahrradwerkstatt ist immer mittwochs von 18 bis 20 Uhr in der Germersheimer Straße 86 in Römerberg-Berghausen geöffnet. Für eine Kaution von 20 Euro können hier Fahrräder entliehen werden. Kinderfahrräder gibt es natürlich auch. Viele Fahrräder warten noch auf ihre Reparatur. Helfer sind dementsprechend gerne gesehen. Um sich in unsere Gesellschaft integrieren zu können, müssen die Geflohenen auch unsere Sprache lernen. Daher bietet der Arbeitskreis Asyl auch Sprachkurse an. Diese finden entweder im Alten Bürgermeisteramt in Berghausen oder im Vorraum der Kleiderkammer in Mechtersheim statt. Auch Flüchtlinge helfen bei dem nächsten Angebot des Arbeitskreis Asyl, der eben schon erwähnten Kleiderkammer. Die Kleiderkammer, darauf legt der Arbeitskreis Asyl Wert, ist offen für alle Bedürftige der Verbandsgemeinde, nicht nur für Flüchtlinge. Pro Kleidungsstück wird ein kleiner Betrag zwischen 50 Cent und 2 Euro gezahlt. Damit werden benötigte Materialien, wie zum Beispiel Kleiderbügel, finanziert. Die Erfahrung hat außerdem gezeigt, dass es den Bedürftigen wichtig ist, einen Betrag als Wertschätzung zu entrichten. Die Spendenmenge aus der Bevölkerung ist überwältigend und die ehrenamtlichen Helfer haben alle Hände voll zu tun. Die Spenden müssen oftmals vorsortiert werden. Nicht wenig ist kaum noch gebrauchbar. Wenn Sie wissen wollen, was in der Kleiderkammer aktuell benötigt wird, so können Sie sich entweder auf asyl-vgrd.de oder auf der Facebook-Seite des Arbeitskreis Asyl informieren. Ja, Jan, wie geht's mit dem Preis? Och, ganz gut. Ich kann nicht klagen. Ja. Nun machen wir es kurz und schmerzlos. Ne? Ich werde dich nachher nochmal interviewen zum Film, wie es dazu kam und so ein paar Hintergründe zu diesem Projekt. Ne? Ja. Also zuerst mal die Preisübergabe. Ne? Durch den schönen Wellensieg. Danke, ne? Danke. Das Preisgeld beträgt, wie hoch ist es, wissen Sie? 800. 800, ja. Gibt es da schon Pläne, was du machst damit? Es ist tatsächlich schon investiert in neue Projekte, um genau zu sein, in eine Kameradrohne für wunderbare Luftaufnahmen. Ach so, oh, ja, natürlich. Ja, okay, dann herzlichen Glückwunsch und alles Gute dann für die weitere Zukunft als Videofilmer, als Jungfilmer, Kassatten. Danke, danke. Ich musste immer ein bisschen hochgucken. Er filmt auch bei uns im offenen Kanal bei irgendwelchen Projekten, hilft damit. Und da ist es ganz praktisch, einen großen Mann zu haben hinter der Kamera. Ne? Da braucht man kein Podest. Ne? Dafür beschweren sich die Leute, die hinter ihm stehen. Okay. Ja, dann geht's zum nächsten Platz, zum ersten Platz. Da gucken wir uns auch wieder einen Ausschnitt an.
Das ist Dudenhofen im Jahre 1874, ein kleines Dorf mit vier Bächen. An den Bächen gibt es viele, viele Mühlen. In den Mühlen gibt es Gespenster. Mann, diese üblen Gespenster. Ja, sie machen nur Unsinn. Vor kurzem haben sie Titus seine Mühle beschädigt. Und weil sie nicht mehr zu reparieren war, musste er wegziehen. Oh, ihr habt ja so viel Ärger mit Gespenstern. Ja. Da hilft nur Knoblauch. Was? Knoblauch ist doch viel zu teuer. Das kann sich unsere Gemeinde nicht leisten. Der Bürgermeister hat recht. Das ist viel zu teuer. Gibt es kein anderes Mittel, das billiger ist und die Geister vertreibt? Bitte. Also ich habe gehört, Spargel hilft gegen böse Geister. Echt? Echt? Ist das die Lösung? Ach ja, stimmt. Hatte ich ganz vergessen. Und so kam es, dass viele Bauern von nun an Spargel anbauten. Igitt! Spargel, pfui Teufel! Leute, kommt schnell weg hier! Hurra! Es hat geklappt! Seitdem werden in Dudenhofen so viele Spargel angepflanzt, damit kein Geist mehr das ruhige und beschauliche Dorfleben stört. Also wir verraten nicht den ganzen Film. Die Filme sind nämlich anschließend zu sehen, wenn die Preisverleihung gelaufen ist. Dann. Ja, jetzt haben wir natürlich auch unsere Sieger da. Für den Film gibt es erstmal einen Beifall. Ne? Ja, Grundschule, vierte Klasse, das heißt natürlich auch, dass diese vierte Klasse vorbei ist. Ne? Dazu muss man dann wieder alle Schüler und Schülerinnen sammeln. Du gehörst dazu. Ja. In welcher Klasse bist du jetzt? In der fünften, klar, ne? Aber in welcher Schule? Ich bin am GAG in der sechsten. Ah, also eins übersprungen? Oder Nein. War das jetzt ein Jahr vorbei? Also, das ist ja schon vorbei, also. Ich bin jetzt ja schon in der sechsten, ja. Nicht mehr. Aber damals war es in der vierten Klasse, ist ja. Richtig, ja. Es war ein richtig. Projekt der vierten Klasse Grundschule. Bis das alles eingereicht ist und so, dauert eine Weile, ja? Ja. Ja. Bitte? Ach ja, auch das, ja. Klar. Okay, aber trotzdem, jetzt noch so eine späte Ernte, könnte man sagen. Ernte heißt in dem Fall Spargelernte, so vergleichbar. Ja. Wie geht der Film weiter? Also der Film geht so weiter, dass halt die Geister alle fliehen und dann sieht man auch nochmal die Namen und so. Und dann haben wir sogar ein eigenes Lied komponiert und ja, das kommt am Ende auch noch. Komponiert, da wollte ich nachfragen, da kommt noch Musik vor, ne? Ja. Dass die Kinder, also es ist ein, die Schulklasse singt, ne? Ja. Ja, also jetzt haben wir, also wir haben halt den Text komplett geändert und also dass es halt so unserem Film passt und so. Und wir haben es von einem Lied inspirieren lassen, vom Pumuckl, das Lied und ja. Okay, dann frage ich auch den Lehrer, den Herrn Blättner. Mhm. Ja. Wie war das denn so gewesen? Wie kam es denn zu dem Projekt? Das ist ein Legetrickfilm, ne?
Ja, genau. Wir machen eigentlich immer so in der vierten Klasse als Abschlussfilm, also einen Abschlussfilm. Das ist dann das Geschenk für die Schüler und da gibt es immer verschiedene Elemente und da wollten wir diesmal einen Trickfilm machen, haben da auch eine eigene Trickfilmbox gebaut und haben dann ein Thema gesucht, wo ein bisschen mit Dudenhofen etwas zu tun hat, haben da also lange, lange auch gesucht und haben dann gedacht, wir machen ein bisschen Fantasiegeschichte, weil uns trotz Bücherwälzen keine spannende Geschichte aus Dudenhofen so aufgefallen ist. Ah ja, okay. Trickbox, so eine gibt es auch bei der Landesmedienanstalt, genauer gesagt beim Medienkompetenzwerk ja auch auszuleihen. Die hatten Anregung. Wir auch zuerst und dann haben wir sie nachgebaut. Ah so. Dass wir sie immer griffbereit haben. Also, da kommt auch noch zu der kreativen, aber die handwerkliche Arbeit dazu. Genau, aber da hatten wir einen älteren Herrn gehabt, den Herr Habermehl, der das dann noch gemacht hat. Ah ja. Für uns. Fein, aber dazu noch ein bisschen später. Also zuerst mal zur Preisübergabe. Der Herr Wellensick hält schon die Urkunde in der Hand, um sie zu übergeben. Wer übernimmt die? Darfst du mal nehmen? Danke. Das ist wichtig. Genau, ich verwalte das Geld dann so. Dankeschön. Ja, so sind halt die Rollen mal verteilt. Okay, ja, die Preisverleihung ist noch nicht zu Ende. Wir haben noch Interviews vorgesehen mit den Machern, mit den Makern, wie man so sagt. Ne? Zuerst mal wieder der Moritz Erbach. Moritz, ich gehe jetzt mal rüber zu dir. Was spielst du uns denn vor? Als nächstes Stück spiele ich ein Stück von Bill Evans mit dem Titel Re-Person I Knew. Das ist quasi ein Buchstabenverdreher gewidmet einem Mitarbeiter, mit dem er eng Platten produziert hat, mit dem Namen Oren Keepnews. Und aus den Buchstaben dieses Namens hat er dann diesen neuen Songtitel gestrickt. C-A-F-F-F-E gibt es auch irgendwo, das hat schon mal der Mozart gemacht. Oh, ja, das ja, okay, du unterrichtest auch an der Musikschule? Ja, an der Musikschule der Stadt Speyer bin ich seit ein paar Jahren tätig, bin da mit dem Schwerpunkt Jazzklavier eben, unterrichte auch Anfänger im klassischen Bereich bis zu einem gewissen Niveau. Natürlich, wenn die dann starke Ambitionen entwickeln in die klassische Richtung, dann gebe ich die natürlich auch ab an Kollegen und bin für Popularmusik und Jazz eben dort. Ja, also deine Liebe gehört im Jazz. Schon, ja, überwiegend. Also dann hören wir nochmal rein. Thank you.
Ja, ich habe jetzt nochmal die Preisträgerinnen und Preisträger vor der Kamera. Zuerst mal Frau Kauf, wie war es denn gewesen? Wie kam denn das Projekt mit den Schülerinnen und Schülern zustande? Ja, wir hatten eine Projektwoche, in der wir 11 Projekte hatten. Und dann haben die Schüler die Idee gehabt, über diese Projektwoche müssen wir ja auch berichten. Die müssen wir dokumentieren. Das möchten sie selbst machen. Und dann haben wir durch Hilfe vom offenen Kanal diesen Film gedreht. Also die Kinder haben ihn gedreht und haben moderiert und ja. Genau. Ja, wir zeigen ja die Filme auch nochmal in der voller Länge. Wir haben hier bisher nur einen Ausschnitt gesehen. Im Ganzen, wie lang geht denn der Film? Ich glaube, 10 Minuten, gell? Der ging, ja, 10, genau. 11 Minuten, ja. Genau. Das ist eine Menge Zeit. Ja. Ja. Mit kurzen Einstellungen, ne? Nicht alle so langweilig. Genau, ja, war für die Kinder teilweise recht anstrengend, aber die waren super dabei und es hat denen richtig viel Spaß gemacht. Ja, wenn sie mal größer sind, können sie auch andere Filme drehen. Größer im Sinne. Wie kam es denn zustande, dass dieser Film Arbeitskreis Asyl Römerberg entstanden? Also meine Mutter hat sich zu der Zeit sehr stark, inzwischen macht sie es ein bisschen weniger, in der Flüchtlingshilfe in Römerberg engagiert. Und ich dachte mir, also ich habe im Endeffekt nach einem neuen Projekt gesucht, was ich filmen kann für den offenen Kanal und vielleicht auch bei Wettbewerben einreichen könnte. Das war so ein bisschen im Hinterkopf schon damals. Und dann habe ich einfach versucht, möglichst breit alles abzudecken, was der Arbeitskreis Asyl bei uns in Römerberg anbietet. Und war mit dem Ergebnis ganz zufrieden und habe es dann bei diesem Preis hier eingereicht. Und offensichtlich war es gut genug. Ja, wie sieht es denn da so aus? Auf was muss man denn achten, gerade wenn man Menschen vor die Kamera zerrt? Die Menschen müssen vor die Kamera wollen im Endeffekt. Und es ist ziemlich schwierig, Menschen zu finden, die vor die Kamera wollen. Deshalb habe ich in meinem gesamten Film auch nur die 2 Interviews direkt am Anfang drin mit den beiden Jungen, die so von der Kamera begeistert waren, dass sie unbedingt was sagen wollten. Bei erwachsenen Menschen wird es dann schon schwieriger, die sind dann sehr scheu und wollen dann irgendwie die Berühmtheit nicht haben, die der offene Kanal mit sich bringt. Ja gut, okay. Da klingt schon ein bisschen Polemik raus. Nein. Denn, aber es verbreitet ist er worden, einerseits über den offenen Kanal, über dieses recht kleine Sendegebiet, das zwar inzwischen bis Worms geht, ne, aber auch über das Internet. Ja, also es wurde einerseits auf dem offenen Kanal YouTube-Kanal hochgeladen und ich habe auch selbst einen eigenen YouTube-Channel, wo ich das Video auch veröffentlicht hatte. Aber keine Millionen Knicks wie andere YouTuber? Nee, ich glaube, wir bewegen uns gerade bei so 300. Ja, das ist typisch für lokale Beiträge, ne? Und ja. Der Arbeitskreis Römerberg ist nun mal lokal. Ja, und der Hauptgrund, warum ich es auf YouTube hochgeladen hatte, war jetzt nicht irgendwelche Berühmtheit oder so, sondern einfach damit der Arbeitskreis Asyl diesen Vorstellungsfilm von ihm selbst auf seiner Homepage verlinken konnte, damit man direkt einen Blick hat, was der Verein denn so macht. Welche Kompetenzen gehören dir dazu, wenn man so einen Film macht? Im Endeffekt hat es bei mir angefangen mit der Planung, dass ich wirklich erstmal durchgegangen bin. Was macht der Arbeitskreis? Er macht auch noch mehr als im Film zu sehen. Was ist mir davon wichtig? Was, wie lang? Dann mögliche Hintergründe noch zu recherchieren. Wer ist für was verantwortlich? Dann die Fahrradwerkstatt zum Beispiel ist nur mittwochs abends da. Dann musste ich mittwochs abends da logischerweise hin drehen, Interviews machen, auch wenn sich keiner wirklich bereit erklärt hat. Und dann muss das Ganze noch geschnitten werden und vertont. Ja. Du erzählst in Ich-Form. Also das heißt, dem gibt es dem Ganzen ein bisschen eine persönliche Note. Ja, ich habe den Film im Endeffekt alleine gestemmt und von daher, ja. Ja, was sind denn so weitere Projekte? Also zu der Zeit läuft diese Konzertsaufzeichnung von welchem Chor eigentlich nochmal? Das war von den Magic Gospel Voices in Heiligenstein. Da singe ich mit, beziehungsweise meine Mutter auch. Und da mache ich dann gerne mal Konzertaufzeichnungen von. Und die hatten Kathy Kelly von der Kelly Family als Gaststar dabei bei ihrem letzten Konzert und das habe ich dann aufgenommen mit 5 Kameras und das wird momentan gerade im offenen Kanal gesendet. Und da findest du auch Leute dann, die Kamera machen? Ich habe einige Freunde, die mir da teilweise unter die Arme greifen, dann mein Bruder wird verpflichtet und ich selbst und dann kommt man da ganz gut über die Runden. Okay, ja dann schönen Dank Jan für diese ausführliche Auskunft da. Ja. So. Herr Plättner ist auch kein unbeschriebenes Blatt, wenn ich mal so sagen darf. Ja.
Wie entstand denn dieser Film? Bisschen schon ist erzählt worden bei der Grundschule in Dudenhofen. Ja, also wir machen immer so in der vierten Klasse, mache ich das mit meiner Klasse ein Abschlussprojekt, wo dann die Kinder verschiedene Sachen mit der Kamera filmen, so einen Rückwärtsfilm zum Beispiel, wo man dann Szenen rückwärts laufen lassen. Das schneiden wir dann zum Schluss alles zusammen, dass es die Kinder als Abschlussgeschenk bekommen. Und diesmal wollten wir auch was Besonderes machen, haben diese Trickfilmbox uns ausgeliehen, nachgebaut und haben dann auch mal einen Trickfilm gemacht, weil das halt noch gerade für Kinder noch viel mehr Möglichkeiten bietet. Man kann im Prinzip alles wirklich werden lassen durch Trickfilme. Ja, jetzt sind ja nicht nur die Schule ihr Metier, ne, sondern sind auch Hobbyfilme, ne, die auch immer auf dem Kanal gezeigt wurden, immer mal wieder. Mhm. Was sind denn so Spezialitäten derzeit? Oh, Vielfältigkeit. Ja, es ging mal los mit einem Film über Pferdewettflügen. Ne? Pferdewettflügen in Otterstadt, richtig. Was ich auch froh bin, dass ich es gemacht habe, weil es das schon lange nicht mehr gibt. Man kann halt so viel, man kann es für die Nachwelt irgendwie nachhaltig dann bewahren, ja, die Aktionen, die es dann gibt. Und ich denke auch in der Grundschule, dass gerade die Kinder dann auch eine ganz tolle Erinnerung an ihre Grundschulzeit ja, haben. Ja, das ist die eine Sache. Und die andere Sache, was mich erinnert, dass die Störche sind so ein Bereich, ja, ne? Ja, das auch noch. Ja, in Otterstadt haben wir ja die Störche. Da haben wir jetzt auch eine Webcam ja auf dem Grundschuldach. Da muss ich zum Glück nichts schneiden. Aber wenn eine Storchenauswilderung ist, dann kommt auch mal als die Kamera dann mit. Und wenn es es ergibt, dann wird auch ein Film gemacht. Die Kamera fliegt dann auch mal mit. Die Kamera fliegt dann auch mit, ja, genau. Das ist halt eine Technik, gerade er hat es ja auch gesagt, gerade eben. Das ist faszinierende Bilder, wo es sich da bieten und wo man ganz viel mitmachen kann und einfach die Zuschauer beeindruckt sind. Ja, gibt es denn weitere Projekte schon mal? Ja, jetzt im Moment konkret nicht. Ich hatte jetzt mit meiner jetzigen Klasse einen Trickfilm gemacht. Wenn die Trickbox mal gebaut ist, muss auch... Genau, dann muss sie verwendet werden. Ja, also ein Wunsch ist mal, einen Brick-Film zu machen, da wir ja das Lego-Studio haben in Dudenhofen. Einfach mal mit Lego-Figuren und den Kindern mal einen Brick-Film machen, so nennt sich das ja dann. Und das wäre mal sowas, noch eine Herausforderung jetzt gerade im filmtechnischen Bereich. Okay, dann schönen Dank. Ja, dann gebe ich zumindest mal den drei Leuten oder drei Gruppierungen, die jetzt an diesem Wellensiegpreis sich beteiligt haben, den Flyer weiter für den nächsten. Ah, Sie haben schon einen, genau. Ja, also wieder der allgemeine Aufruf, beteiligt euch. Bunt und lokal heißt das Thema schon seit ein paar Jahren. Das heißt mit anderen Worten, es soll ein bisschen einen Bezug zum Sendegebiet haben, also nicht nur die Stadt Speyer, sondern auch außen drumherum, wie man so sagt. Und natürlich bunt, ja, es heißt also, es ist kein fixes Thema vorgegeben. Ja, man muss auch nochmal dazu sagen, dass wir wieder einen Flyer gemacht haben. Das war möglich durch eine Spende der Volksbank. Ja, ansonsten darf ich mich bedanken, natürlich bei unserem Stifter, beim Herrn Töns. Ich darf mich natürlich bedanken, auch bei unserem Stifter, Herr Töns Wellensieg, und bei der Frau Kaps, die jetzt sich schon in den Hintergrund verzogen hat, als Zuhörer und Zuschauerin. Ja, vielleicht bis zum nächsten Mal dann. Ne? Und zum Abschluss gibt es noch eine Musik von Moritz Erbach.